wir sind mit dem Innovation Hub ja ganz neu in Dresden und lernen das ganze Ökosystem tatsächlich erst kennen. Und wir wollen mit dem Innovation Hub tatsächlich uns sehr, sehr eng an die Forschung ranbegeben, um frühzeitig Technologieentwicklungen aufzuspüren, die vielleicht auf einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren auch für uns relevant werden können. Das Material Demo Lab ist ein Rahmenprogramm aus modular aufgebauten Workshops, um Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei zu begleiten, das sogenannte Valley of Death zu überwinden und ihre Entwicklungsleistung tatsächlich in die Anwendung zu überführen. Die Leistungszentren gibt es seit 2017 und mittlerweile wird das Ganze auch auf internationaler Ebene ausgeweitet. Es geht letzten Endes darum, eine ganz enge Kooperation zu verschiedenen Schwerpunktthemen zu schaffen und damit ganz neue Synergien zu heben, damit wir aus den Entwicklungen konsequenten und sehr effektiven, schnellen Transfer in die Wirtschaft schaffen. Wir als Grundlagenforschungseinrichtung sind auch darauf angewiesen, dass wir so einen gewissen Push-Ansatz fahren. Der heißt, dass wir zum Teil oder mehr über Ausgründung dann in den Markt reinkommen und dann natürlich die Ausgründung quasi den Transfer betreiben und mit den größeren Unternehmen und mit den KMU dann selber interagieren. Da müssen wir einfach noch Verständnis schaffen, auch mit entsprechenden Maßzahlen. Das ist eben nicht nur das eine Startup, was am Ende da ist, sondern dass da vorher ganz viele Bausteine, die man auch vermessen kann, notwendig sind. Und da verspreche ich mir auch von einer Transferindikatorik, die sichtbar machen diese Transferleistung und damit auch für die Wertschätzung der im Transfer Aktiven. Wir versuchen natürlich auf der einen Seite Partner zusammenzubringen, und das nicht nur in Form von Projekten, sondern auch in verschiedenen Veranstaltungsformaten. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Projekte zu präsentieren in der Region, Vernetzung zu schaffen und vor allen Dingen Sichtbarkeit zu schaffen. Transfer ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass Wissenschaft und Wirtschaft im engen Schulterschluss gemeinsam wirken, dass sie sich einander verstehen, dass sie auf Augenhöhe miteinander in den Austausch treten und dass sie gemeinsam die Zukunft im Blick haben.